Fangen wir an da, wo Sie nach Gustav. 9. nach Gustav. Bitte machen Sie langsam. 1, 2, 3, 4. Es sind eine Gruppe von Herren, die spielen überhaupt schon vor dem Einser. Dadurch überschneiden sie mit dem anderen, die es noch nicht gespielt haben. Und das Ganze ist ein wie ein Gesang. Eins, zwei. In jedem Tag die letzten zwei Notengruppen schneller spielen und dadurch früher auf dem Einser sind. Das ist deutlich zu merken. Dadurch, weil sie wissen, dass das passiert, betonen sie dann den Einser richtig auf links und dadurch kommt ein Akzent, den kein Mensch verlangt hat. Nicht sagen, wenn man fragt, ja, können, nein, wir haben es drauf. Ja, drauf, drunter haben sie es. Das muss vollkommen klar sein. Schauen Sie nur, es sind ja immer nur Sekundenschritte. So schwer kann es ja nicht sein. Bitte. Sehr schön. Jetzt etwas schneller. 1, 2, 2, 3. Akzent. Das haben wir dann nach der Probe üben. So geht's nicht. Das muss wirklich ganz genau festgelegt sein. So, jetzt fangen wir an von vorne. Und wenn die Posaunen, bitte, wenn die Posaunen einsetzen, wird's immer schneller. 1, 2, 3, 4. Es läuft absolut in die Dings herein. Es darf keinen Bruch geben. Das leichteste der Welt, wenn man das. Darf ich mal bitten, die Posaunen hier. Wo sie anfangen, wo schon die ganzen sind. 1, 2. So habe ich mir es immer in meinen Träumen vorgestellt, das ist wirklich sehr, sehr schön.
letzten Tag heißen dann so. Dam, bam, bam, di, di, da, di, di. Das Wichtige ist dabei, dass nicht angesetzt wird, sondern wenn der Schlag kommt, muss der voll entwickelte Ton da sein. Di, da, 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 di. Wo jetzt das E-Dur kommt, bis fertig ist. Da da di 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 da da bam ba re da da di yes. Nicht müde sein. Der Schlusstakt ist doppelt so lang wie die normale Fermate und ist im vorderen Dienst. Gleich nochmal, bitte. Die. Well, I learned in everything and where people were doing something which I did not know, I was sitting with them and learning with them and see how I could see the good thing, how could I prevent failures. And this is, I think, the thing that you be ruthless on yourself, what you do. What is really important by the years, now I am 32 years with the orchestra, and this means that you have done all the things 5, 6, even 10 times. We have 4 recordings of the Beethoven symphonies. So, I mean, the relationship is always that two partners, and this is the man who swings a stick against the orchestra, I think that he doesn't exist anymore. You see, when I last trained on this jazz of the Falcon, I had the, after preparation, of course, in the school, we had a week with the chief pilot of Dassault. And when we sit in the cockpit, he said, one thing I have to tell you in before, one real good advice which I can give you, don't disturb it. And I found that it is for everything in life. You put it in the right way. Is it a horse? When I learned first riding, I was afraid the night before when tomorrow we jump. I said, what will I do? I said, what can I do with this enormous question? No, you have not. It will jump. You don't jump. The horse jumps, but you must give him the freedom and the right attitude. And this is for everything that I have been sailing for 40 years up to the last racing boat where we had 26 crew. When they know exactly what to do, they will do it themselves. And you see, with the minimum force, you can do it. The same thing with, it's the same thing in love and it's wherever.